YouTube. Willkommen zurück zu einer neuen rattenverseuchten Folge Amnesia The Bunker. Freut mich, dass du da draußen wieder rattenverseucht mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, die Riesenratte, die macht uns ganz schön Probleme. Die ist ganz schön übel unterwegs. Falls ihr Folge 1 nicht gesehen haben solltet, unbedingt angucken. Das ist ein großartiges Spiel. Bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Erstmal wieder hier ein bisschen die Taschenlampe aufziehen. Oh Mann, habe ich jetzt eine Granate überhaupt dabei? Ja, eine habe ich dabei. Sehr gut. Ja, wird tricky hier. Wird verdammt tricky. Boah, ich muss sagen, der Gang hier, ne? So von der Grafik, das sieht schon sehr, sehr stark aus. Oh Gott, das Rattenvieh sieht auch sehr, sehr stark aus. Oh, guck mal hier. Hier ist nochmal richtig dick Loot. Ey, Rattenvieh. Bitte friss mich diesmal nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss den hier wegbomben. Okay, die gehen sogar von alleine. Alter. Das muss doch so nicht enden. Oh nein, der sagt nicht, der frisst die Leiche. Jetzt sagt mir bitte nicht, der frisst die Leiche. Das würde ich nämlich gar nicht gut finden. Ist der da drüben? Verzieh dich! Oh, ich geh da rein, ich geh da rein, ich geh da rein! Oh mein Gott, Alter. Das Ding ist echt abartig, ne? Ist es weg? Haben wir es verjagt? Hat es Schiss bekommen? Was sagt die Uhr? Okay, die Uhr ist noch gut. Nichts. Was ist hier drin? Auch nichts. Nochmal Sprit. Und eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Okay, das Schloss könnte man möglicherweise aufschießen. Macht aber auch wieder jede Menge Lärm, ne? Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Wir müssen ja schon wieder bald zurück. 9461, 9461, 9461. Was ist das hier? Kann man damit irgendwas machen? Oh, eine Ratte. Waren wir hier schon drin? Ich weiß es nicht. Stockfinster hier. Aber selbst wenn wir hier drin waren, ich kann eh nichts mitnehmen. Ja, jetzt kann ich was mitnehmen. Stofffetzen. Okay, ich muss zurück. Ich komme hier nochmal hin. Wir müssen eh da drüben aufschießen. Da ist irgendwas verrammelt. Weil jetzt habe ich gerade sehr viel erreicht. Muss so schnell wie möglich zurück. Wir müssen tanken, speichern und ganz viel Yada Yada veranstalten. Okay, let's go. Moment, vielleicht... Nee. Ich habe keinen Bock, wieder alles zu verlieren. Oh. Hier wird's langsam voll. Lappen haben wir keinen, ne? Tausch mal
Das hier. Kann man das nicht ein bisschen sortieren? So, jetzt. Würde ich sagen, machen wir direkt doppelt Sprit rein. Dann sind wir auch wieder relativ leer. Okay, let's go. Aber gleich wird es hier wieder dunkel. Und rein damit. Und rein damit. So, dann stellen Sie mal die Uhr, Chef. Gespeichert ist auch. Kann man mit einem Stock... Ne, da kann man eine Fackel herstellen, aber man kann mit einem Stock nicht zuhauen. So, jetzt sind wir wieder hier. Schauen kurz rein. 9461. Hier. Was ist das, eine Gasmaske? 9461. Eine Gasmaske, die wir wohl für irgendwas noch benötigen werden. Irgendwo ist Gas. So, wir flitzen runter. Das muss man eigentlich auch irgendwie öffnen können, oder? Das sieht mir eher so nach einer Abkürzung aus. Haben wir hier alles mitgenommen? Schade, dass ich die Fallen nicht entschärfen kann. Ah ja, hier haben wir noch die Kabelnummer, stimmt. Das Ding ist zu. Wenn wir das lösen, weiß ich auch noch nicht. Huh! Oh. Ich habe Angst vor den Löchern mittlerweile. Ach Mist, da brauche ich auch wieder dieses Brecheisen. Ja. Brecheisen wird hier benötigt. So, schauen wir mal rein. Es ist Nacht. Kann nicht schlafen. Irgendetwas kratzt unentwegt an den Wänden. Ratten höre ich ständig, aber dieses Geräusch kommt nicht von ihnen. Es handelt sich nicht um das subtile, unregelmäßige Kratzen eines Nagetiers. Es ist lauter, gleichmäßiger. Frank Josie ist schon viermal aufgestanden, um nach seinem Ursprung zu suchen, jedes Mal verstört zurückgekehrt, ohne etwas herausgefunden zu haben. Diejenigen von uns, die während des Vorfalls im römischen Tunnel dabei waren, tauschen ängstliche Blicke aus. Aus Furcht vor Bestrafung bringen wir kein Wort über die Lippen. Aber wir müssen es nicht aussprechen. Wir denken alle dasselbe. Später. Gerard hat etwas geheult. Gerade hat etwas geheult. Nicht draußen, sondern hier drin. In der Baracke. Bei uns. Wie letztes Mal. Genau wie letztes Mal. Dabei sind die Tunnel noch verschlossen. Doch selbst das scheint nicht ausgereicht zu haben. All meine Brüder sind vor dem Kriegsgericht gelandet und hingerichtet worden. Trotzdem hat es nicht gereicht. 16. Juli. Ein Dämon aus den Tunneln ist unter uns. Er hat Renard umgebracht. Er wird uns alle töten. Es sei denn, für Laurent, Toussaint und Noyer, für Nicolet, Jean, Renaud, ich weiß es nicht, ich werde ihn eigenhändig erledigen. Deshalb wurde ich nicht eingesackt. Das ist meine Bestimmung. Mein Revolver ist geladen. Mein Wille ist stark. Französische Namen. Okay. Was geht da ab? Waren wir hier schon drin? Nope. Eine neue Tür. Oh, Fleisch.
Ach, damit kann ich wahrscheinlich die kleinen Ratten weglocken. Gas. Ich bin schon wieder voll? Ja, klar, mit der Gasmaske. Stein, damit könnte man eine Tür einhämmern. Also, ging zumindest am Anfang des Spiels. Scheint auch hier zu gehen. Ich frage mich, wie hält der diesen Stein? Das muss ja Telekinese sein, ne? Mal sehen, ob wir die eine Tür damit aufbrechen können. Zeitlich, was Sprit angeht, ist alles gut. Oh Gott, die Ratte. Das Problem ist, sie könnte halt auch aus jedem Loch kommen und mich snacken. Auf jeden Fall verfolgt sie mich. Also Türen kann man anscheinend nur mit dicken, fetten Stein öffnen. Alter. Bitte geh weg. Please, no! Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Die hat mich zerrissen, das Drecksvieh. Okay, der Generator läuft. Nicht, dass ich die Uhr sogar mal hier... Oh, wir sind eh voll. Ich kann gar nichts hier lassen. Ich kann was hier auch hinlegen. Ist ja egal, ob es in der Kiste ist oder hier, ne? Zumindest habe ich mal die wilde Idee. Ich brauche nochmal den Backstein. Die Tür sah sehr interessant aus. So, Licht ist an. Oh, hier ist noch ein Foto. Schöne Zeiten, die leider für immer vorbei sind. So, warte hier. Lappen, Fleisch und die Gasmaske. So, bitteschön. Na, die Gasmaske können wir später noch holen. Das war das Schreiben. So, ich brauche den Stein. Der gute alte Stein. Eigentlich noch ein Stein. Ja, hier. Hier ist noch ein Stein. Okay, die Ratten verlassen den Gang. Alles klar, es wird Lärm machen. Yo, Mr. Rattenmann! Shit. Vergiss es, Alter. Vergiss es! Kommt ihr hier hoch?
Oh mein Gott, die Geräusche. Du bist richtig paranoid, weil er gefühlt überall ist. Ich glaube, der kommt wirklich hoch. Ich glaube, der kommt wirklich hoch. Nope. Nope. Ich speichere erstmal. Okay, jetzt gehen wir rein in den Raum. Oh, wo bist du? Wo bist du, Alter? Kacke! Kommt jetzt angeschossen? Der kommt wirklich angeschossen! Hey! Hey, was? Es gibt keine Safe Zone! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich mit meiner lächerlichen kleinen Pistole, ne? Gegen dieses riesige Monster. Gut, ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Rein theoretisch könnten wir auch die anderen Türen mit dem Stein aufbrechen. Jetzt, wo wir diesen supergeilen Powerstein haben. Oder mit einer Granate. Optional auch mit Granaten. Ich meine, beides macht enorm viel Lärm und wird ihn anlocken. Okay, ich will nur hier rein, Kumpel. Ich tu dir nichts. Du tust mir nichts. Ich meine, warum hast du überhaupt so einen Hass gegen mich, Alter? What's your problem, man? Okay, ich bin voll. Was ist das? Letzte Nacht seltsame Vorkommnisse. Lambert, den wir nach seiner Patrouille am 8 für tot gehalten hatten, kehrt bei bester Gesundheit zu den Baracken zurück. Er trug Clement, den eine Explosion schwer verwundet hatte. Lambert berichtet Folgendes. Während seiner Patrouille stürzte er vorgestern auf halbem Weg in einen tiefen Krater, aus dem er nicht entkommen konnte. Sein guter Freund Clement stahl sich letzte Nacht davon, um ihn zu suchen. Er entdeckte ihn in dem Krater und half ihm heraus. Sie wurden entdeckt und angegriffen. Dabei wurde Clement durch eine Explosion verwundet. Lambert musste ihn zurücktragen. Äußerst eigenartig, dass Lambert weder beim Sturz noch durch die Explosion verletzt worden ist und seinen Retter gerettet hat. Aber mit dem Schlachtenglück ist das so eine Sache. Die Winde des Schicksals wehen jedem Leben unerreichbar. Was? Wehen in jedem Leben unberechenbar. Lambert Beschreibung zufolge muss sich der Krater, in den er gefallen ist, in direkter Nähe der von uns freigelegten römischen Tunneln befunden haben. Vielleicht ist aufgrund der Arbeiten dort unten, entstanden. Empfehle, im Rahmen einer künftigen Patrouille Nachforschung anstellen zu lassen und sicherzustellen, dass wir keine Hintertür zu unserem eigenen Bunker geöffnet haben. Ergibt das überhaupt Sinn? Foto. Was ist das hier? Die Schlafbaracken? Denn diese Unterkarte wurde der Hauptkarte im Verwaltungsbüro hinzugefügt. Aha. Dunkler Raum, Wachraum, Baracke A, Baracke B. Schreibstube, Pausenraum, Küche, Vorratskammer, Truppenküche. Weil immerhin haben wir doch ihn gerettet. Er konnte doch mit dem Bein irgendwie nicht auftreten und daraufhin haben wir ihn gerettet. Oder war es nicht so? Aber es war genau andersrum. Wir waren verletzt und er hat uns gerettet. Oh, please no. Ach, come on. Okay, wir müssen noch hier hin und die Gasmaske holen. Ah, ich bin voll. Ich kann keine Gasmaske holen. Okay.
ist das hier? Flaschenhals? Wie nah bist du? Wie nah bist du, du Mistvieh? Renn mit deinem Stein, Kumpel, renn! Alter, ist der hier drin? Es klang eben so, als wäre er direkt hier drin. So, wo liegt eigentlich die Granate? Hier drüben. Würde ich sagen, da wir ziemlich voll sind, tanken wir. Okay, ich habe einen Notfallstein. Geht's. Das kann man nicht. Das kann man kombinieren. Ah, für den Moller. Machen wir das Ganze mal so. Klar, da muss noch Benzin rein, aber vielleicht brauchen wir es ja später. Wer weiß das schon. So, wir haben die Karte erweitert. Okay, hier ist die Umkleide und das ist das hier. Ein dunkler Raum, da wollen wir hin. Aber wie kommen wir da hin? Dafür brauchen wir dieses komische Stemmeisen. Dafür müssen wir... Dafür müssen wir... Warte mal, wo ist nochmal dieses Foto? Dafür müssen wir diesen einen Staff Sergeant, glaube ich, finden. Das sind keine Baracken, sondern das ist ein Lazarett, oder? Was da ist? Nee, Baracken. Okay, weil die ja da auch medizinisch versorgt wurden. Wo hatten wir denn noch eine Area? Das war hier drüben. Auch hier drüben geht's nur wieder hier hin. Nee, das bringt mir auch nichts. Also ohne das Stemmeisen kommen wir erstmal nicht weiter. In dem Bereich. So, jetzt lass mal gucken, waren hier noch irgendwo wichtige Türen? Was passiert eigentlich, wenn mir der Sprit mal ausgehen sollte? Reynard, das müssen wir mal aufstemmen. Dafür brauche ich jetzt meinen Stein. Ich weiß nicht mal, ob das offiziell so ist. Leider bin ich mit dem riesigen Brocken hier auch ziemlich langsam unterwegs. Und wir werden Lärm machen, das Vieh wird wieder kommen. Nur so als kleine Information, Baby. So, gehen wir erstmal hier durch. Im schlimmsten Fall, vielleicht können wir uns ja hier im Spind verstecken. Oh, die Tür geht zu. Das war nicht geplant. Mal sehen, ob es überhaupt geht. Oh Gott, oh Gott. Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Oh Gott, ich komme hier nicht raus. Zu eng. Ich komme raus. Leave me alone. Aber da war eine Kette. Ich brauche irgend sowas wie einen Seitenschneider.
Ich muss die Gasmaske holen. Keine Sorge, die habe ich nicht vergessen. Ja, jedes Mal, wenn ich hier so eine Tür einstampfe. Habe ich ihn 100% an der Backe danach. Jetzt sag nicht, der kommt hier rein. Bitte lass ihn nicht hier reinkommen. Ich habe, glaube ich, noch nie diese Schubladen hier aufgemacht, ne? Okay, die Schubladen sind leer. So, ich glaube, das Vieh ist weg. Jetzt schauen wir uns da mal genauer um. Ob ich mit Fleisch überhaupt ihn weglocken kann. Oder nur die kleinen Ratten. Was schmatzt denn da schon wieder? Ich will einige Worte zu Ihrer Untersuchung der Tunnelsabotage verlieren. Ihre Annahmen sind richtig. Schnappen Sie zuerst jene, die diese Gerüchte über die Magie und Teufelei in den Tunneln verbreiten. Sie haben offensichtlich bereits seit Wochen über Sabotageakte nachgesonnen. Greifen Sie auf alle notwendigen Mittel zurück, um Ihnen Geständnisse zu entlocken. Dieser Verrat darf nicht ungesühnt bleiben. Yes, Taschenerweiterung. Da freut man sich immer, oder? Ist doch eine Taschenerweiterung. Nee, ist ein First Aid Kit. Buh, First Aid Kit. Buh. Renard, ich will, dass Sie nachts persönlich für Sicherheit in den Tunneln sorgen. In den letzten zwei Nächten war jemand in den Quartieren unterwegs, obwohl keine Patrouille angesetzt waren. Ich toleriere keine weiteren Sabotageakte. Machen Sie Dell ausfindig, falls eine Notabschottung notwendig wird. Er verwahrt die dafür notwendigen Räder in der Umkleide. Blanchett. Okay, hier sind ein paar Flaschen. Aber sonst nichts. Achtung, es wird laut. So, waren hier noch irgendwelche Türen? Obacht, mein Junge, Obacht. Ich habe befohlen, die Sicherheitsvorkehrungen für die Waffenkammer zu erhöhen. Ab sofort ist neben einem Schlüssel auch eine Zugangskombination erforderlich. Außerdem werde ich die für diese schreckliche Tat Verantwortlichen aufspüren. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Für Frankreich. Für Frankreich! Okay. Tja, mutige Franzosen. Merk mal einfach, es ist ein Fantasy-Game. Ey, du sollst es aufziehen. Als ob! So, das hier haben wir geöffnet. Hier waren wir auch drin. Ja, und hier waren Ratten. Hier ist was zum Sprengen. Okay, wo geht's denn hier lang? Moment, geht's hier wieder zum Anfang? Geht's hier zur Administration? In der Tat. Was tut es? Gut, wir haben wieder ein bisschen Fortschritt, deswegen speichere ich hier auch direkt. Mich dünkt, ich soll tanken. Obwohl. Wir haben ja eigentlich noch ganz gut Sprit. Ich will halt auch nicht, dass wir Spritzeit vergeuden. Ich mach das mal ganz kurz auf die 3 und dann werden wir mal gucken, dass wir die Ratten da weglocken. So. Achtung, laut.
Also, meine Rattenfreunde. Ach, jetzt kommt. Da gehen gar nicht alle hin. Mist. Huh. Au. Okay, was ist das für ein Bereich? Scheint größer zu sein, als ich dachte. Okay, das wird wahrscheinlich die nächste Area sein, wo wir uns austoben. Stafford, ist Ihnen aufgefallen, dass die Ratten sich hier unten neuerdings irgendwie verändert haben? Ich schwöre, seitdem diese Tunnel geöffnet wurden, sind die Viecher noch hässlicher geworden. Irgendwie verkrüppelt oder so. Und eindeutig angriffslustiger. Ich bin doch nicht verrückt geworden, oder? Nun, mein jugendlicher Freund. Was habe ich denn da eingesammelt? Ich blute leicht. Na komm. Besser ist das, oder? Kann man das mehrfach verwenden? Ach, er säuft da sogar noch irgendwas. Luxus. Doppelbenzin und Munitionslager und alles. Okay. Warum habe ich auf einmal so einen Trip? Weil da hinten eine riesige Killerratte ist. Das ergibt jetzt irgendwie alles Sinn. Die müssen weg. Die müssen wir wegsprengen. Ja, die machen mir jedes Mal hier Schaden. Führt ja quasi gar keinen Weg dran vorbei, außer die wegzusprengen. Mist, jetzt habe ich schon wieder Damage. Verlieren wir Blut? Ah, leicht verletzt. Okay, wir nehmen die Bodengranate. Renn da jetzt nochmal hin. Oder auch nicht. Warte, wir speichern erst, weil wir jetzt ein Stückchen wieder weiter sind. Aber es ist geil. Es ist richtig geil. Man hat irgendwie richtig... Ich find die Mischung aus... Man hat Schiss. Ey, jetzt pauch mich mal hier nicht so an. Okay, was ist denn ihr scheiß Problem plötzlich? Jetzt mucken die auf einmal auf. Jetzt wollen die Ratten plötzlich Krieg, oder wie? Schön. Und tschüss. Jetzt gehen wir tanken. Ich gehe jetzt gemütlich tanken. Bin tanken. Leave me alone. Der Mann ist tanken. So, auch mal richtig Fusel reingemacht, dass wenn wir jetzt da unten sind. Ich überlege, sollen wir uns bandagieren schnell? Ich meine, wir haben ja ganz gut Heilung im Moment. Ja, komm, weil sonst nicht, dass wir das Vieh dadurch irgendwie anlocken. Habe ich auch keinen Bock drauf. Bandage aus der Dose. Jetzt neu in drei fruchtigen Geschmacksrichtungen. Banane Anus. Apfelpenis. Und Birne Vulva. Sauber. Echt, wirklich verdammt sauber. So, wir haben gespeichert. Inventar ist leer. Ich
hier noch was drin? Ein Foto. Boah, ey, so in so einem Bunker, ne? Ich meine, klar, waren da keine übernatürlich großen Ratten drin. Zumindest glaube ich das mal schwer. Aber der Gestank und so. Die Luft und alles. Uns geht's so fucking gut, ne? Ich bin so froh, dass ich sowas nicht erleben muss. Weiß man ja nie. Weiß man ja nie. In meiner Jugend damals musste ich Gasgranaten musste ich Wehrdienst machen. Und alt bin ich leider auch noch nicht. Oh no. Ja, schnupper ein bisschen Gas. Das scheint er gar nicht zu mögen. Wow. Alter. Der ist ja voll im Rage-Modus. Und rennt in die nächste Falle rein. Ich glaube, er hat sogar die kleine Ratte zerlegt. Das hat ihm gar nicht gefallen. Oh Gott, die Geräusche. Also Gasgranaten findet er gar nicht gut. Kann man da irgendwas ziehen? Mögen die Gas? Ist jetzt nicht so optimal geflogen. Aber scheint zu funktionieren. Die Ratten verziehen sich. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt alles gut. Wer bist du? Ah, kein Code. Okay. 9185. Da saß er und hat Mollys gebaut. Gavin, ich habe dir ein christliches Begräbnis versprochen, aber bitte habe Verständnis. Die Ratten waren überall. Sie machten sich über deinen Leichnam her. Ihre Zähne, ihre Krallen. Sie hörten einfach nicht auf. Ich tat, was auch unsere Ahnen taten, um Unreines zu tilgen. Es verbrennen. Anschließend überantwortete ich auch das, was von dir noch übrig war. Den Flammen, damit dir die Ratten nichts mehr anhaben konnten. Bitte vergib mir, falls du es in den Himmel geschafft haben solltest. Ich bleibe hier unten in der Hölle, gemeinsam mit diesem Dämon. Schon bald wird er mir wieder zu Leibe rücken. Das weiß ich. Ich folge dem Rat, den du mir vor deinem Tod gegeben hast. Ich mache mich auf den Weg zum MG-Bunker. Bitte gib auf mich Acht, falls du da oben bist. Naiver Glaube, ne? Oi. Das war dann wohl der Kollege, der verbrannt wurde. Ich habe super viel Heilung. Spiele ich zu gut oder gibt das Spiel einfach zu viel Zeug? Ja, vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Okay, dahinter ist nix, ne? Nee. Vorsicht. Die Tür ist blockiert. Das war doch die Tür, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Vielleicht muss man eine Granate oder sowas reinwerfen. Ja, man muss es auf jeden Fall aufschießen. Aber wenn ich eine Granate werfe, erwische ich vielleicht auch noch die Ratten. Mit einem talentierten Wurf, den ich wahrscheinlich nicht hinbekommen werde. Ups. So.
Alright, ist immer noch auf der 3. Ach, come on! Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz zurück, alles abgeben. Ich bin da mal ein bisschen was abgeben, yo. Wow, wir hatten hier das Licht ausgemacht. So. Meine letzte Granate, gib sie her, das Ding. Uhr neu aufziehen. Ich will halt nicht schießen. Was? Oh, verdammt, die kommen mit der Zeit wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe Shotgun-Munition gefunden. Überredet, ich schieß. Granate da durchzuwerfen ist einfach als ob. Woher kommen die ganzen Ratten plötzlich? Friss mal ein paar von denen. Oh ne, jetzt sag nicht. Ah ne, ich kann einfach loslassen, okay. Ist Big Mama weg? Die Ratten sind nur mutig, wenn sie so 2-3 Stück sind, ne? Taste it! Oh nein, er steht direkt vor mir und ich bin tot. Okay, ja, zum Glück habe ich gespeichert. Also, jetzt haben wir auch nochmal hoffentlich das Glück, nur eine Kugel zu verschwenden, denn wir alle wissen, wie wichtig die Kugeln sind. Okay, jetzt zieht's nochmal auf, das Ding. Dankeschön. Gut, wir werden die Granate dann wieder reinwerfen. So ätzend, dass du jetzt hier wieder... dass du auch nicht über die drüber springen kannst. Sie treffen dich garantiert. So, wir schießen das Ding nochmal auf. Ganz ruhig, Alter. Bleib gesessen. Okay. Okay. Drei Schuss.
rennt hier rum. Auf jeden Fall, glaube ich, ein Code. Könnte weg sein. Könnte hier sein. Okay, wir haben einiges, was wir rausholen müssen. Aber guck mal, den Raum kann man ja auch betreten mit dem Stemmeisen. Also haben wir das... Oh, das ist nice. Haben wir das dann irgendwo übersehen? Oh Gott. Ein riesiges Stück Käse. Es ist euer Käse, okay? Jo, es ist euer Käse. Irgendwas dabei, um die zu verjagen? Ey, ihr holt die Mutti her. Ihr holt die Kack-Mutti her. Und tot. Au! Dass sie aber auch einfach nicht die Fresse halten konnten. Ist die Gasmaske für die Gasgranaten gut? Dass man eine Gasgranate wirft, hat dann in dem Raum quasi Ruhe? Wisst ihr, was ich meine? Ja, da gibt es tollen Loot in dem Raum. So viel ist schon mal sicher. Oh, bitteschön. Yikes. Komme ich nicht drum herum. Egal wie ich es drehe. Dann müsste ich ja wieder eine Granate werfen. Vielleicht mal eine Fackel bauen. Vielleicht mal eine Fackel bauen. Wenn es sich anbietet. So, hier habe ich wirklich alles mitgenommen, ne? Moment, waren wir aber auch hier? Ah, hier waren wir auch. Hier ist noch jede Menge nices Zeug. Oh, heile ich mich mal direkt. Irgendeine Flasche. Okay, man darf das Ding wahrscheinlich nie aufdrehen, wenn man in der Nähe von einem Loch ist. Sonst hat man nämlich Probleme. Alles klar, jetzt muss ich wieder mit einem Schuss sitzen. Jetzt schmeiße ich da die Granate schnell rein. Erstmal hier hinten weg. What? Ratten sind weg. Eine kommt hier gerade wieder raus. Noch eine. Ich glaube, die Ratten haben sogar Angst vor dem Vieh.
verflucht. Ich hab's provoziert. Okay, vielleicht haben wir Glück und es ist weg. Maybe, baby. Ah, die treffen dich trotzdem. Was? Und noch eine ist hinterher gerannt. Richtig hasserfüllt, die Drecksviecher. Uhr sagt alles gut. Sag nicht, da kommt ihr schon wieder raus. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Rattenmann. Das wäre kein feiner Zug. Warum habe ich da irgendeine Notiz? Gut, die ich noch nicht gelesen habe. Ich scheiß mich ein. Ernsthaft jetzt, ich scheiß mich wirklich ein. Ich brauche ein bisschen Licht. So, wait a momento. Fresse! Da vorne liegt eine Notiz. It's a trap. Ich bin sicher, dass es jeden meiner Schritte hören kann. Ich bin dieses Loch hier gekrochen. Ich werde einfach warten und hoffen. Ich werde mich einfach in Geduld üben und warten. Vielleicht verschwindet es ja ihr wieder. Wenn ich nur leise genug bin. Oh Gott, bitte lass mich leise genug sein. Okay. Inventar ist voll. Alles gut, Kumpel. Wir müssen uns jetzt hier nicht streiten. Okay, die Ratten kommen wirklich eiskalt wieder. Selbst wenn du sie abmurkst. Verdammte Drecksviecher. Tür ist zu. Ja, 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 ja. Muss ich da irgendwas aufschießen? Kann ich da irgendwas aufschießen? Ich glaube irgendwie nicht. Ich hab kein Feuerzeug. Ich dachte, er zündet das vielleicht irgendwie an, aber ich besitze ja gar kein Feuerzeug. Lassen wir das Gas mal hier schön wirken. Boah, da drüben ist auch ein Rattenloch. Hier sind überall Rattenlöcher. Was zum Stanzen? Jede Menge Stoff. Für was braucht man überhaupt so viel Heilung? Denn immerhin bist du ja instant tot, wenn das Vieh dich erwischt. Jetzt weiß ich, für was man so viel Heilung... Au! Ich will doch nur... Ey, hör mal auf!
Oh, jetzt weiß ich's. Da liegen ziemlich viele Tote. Gib mir das. Oh, bitte nicht, Alter. Ich bin tot. Es ist hinter mir, oder? Es ist hinter mir! Ich will nicht sterben. Bitte, 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 bitte. Wenn Sie den MG-Bunker betreten müssen, wenden Sie sich an mich oder Pater de Reis. Wir besitzen beide den Schlüssel. Vorarbeiter Stafford. Oh, heilige Mutter, Scheiße Gottes. Ah. Was sagt denn die Uhr überhaupt? Ich muss zurück. Nicht durch den Tunnel, Alter. Drüben ist Gas. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn für ein ekelhafter Raum? Kacke! Oh mein Gott, da gehe ich nicht rein. Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das ist eine Falle. Überall sind Fallen. Komme ich denn hier raus? Oh nein, das muss ich auch aufschießen. Dann muss ich rennen. Dann muss ich um mein scheiß Leben rennen. Okay. Okay, wir haben so eine Ultra... Warum sind die Ratten tot? Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Hey, tote Ratten, gute Ratten. Alright. Das Benzin wird auch immer weniger. Großartig. So, ich habe uns wieder ein bisschen Zeit erkauft. Okay, die Karte wurde auch irgendwie aktualisiert. Eine Kapelle. Interesting. Jetzt gehen wir erstmal die Sachen holen. Habe ich Platz? Yes. So, wir haben einige Sachen eingesammelt. Wir haben... Ja, Stafford brauchen wir. 9185. Ach. Hier ist 8. 8. 5. Was ist das? Feuerzeug oder sowas, ne? Erzeugt schwaches Licht und lässt sich verwenden, um Feuer zu legen. Oh, was war das hier nochmal? 9461. Schützt beim Gasangriff Lunge und Augen, schränkt aber Sichtfeld und Hörvermögen ein. Hörvermögen. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl,
als in die Kapelle zu gehen. Ich lege mal dich rein. Und dich rein. Und ich habe keine andere Wahl. Ich muss nochmal Sprit mitnehmen. Was willst du machen? Da muss nochmal Sprit in die alte Maschine. Brauchen wir das Feuerzeug? Ich glaube nicht. So, Uhr ist gestellt. Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch in meiner Knarre? Einen. Oh, ich habe noch einen zum Nachladen. Zwei. Ist das euer Drecksernst? Ja gut, ich werde wieder Schaden nehmen. Aggressive Mistviecher sind das. Feuerzeug macht halt keinen Lärm, ne? Das ist der Vorteil am Feuerzeug. Habe ich hier irgendwo wieder einen Stein, den ich mitnehmen kann? Dann könnten wir nämlich eine Tür da hinten noch aufbrechen. Ah, und die Gas... Den Gasraum haben wir ganz vergessen. Habe ich auch noch... Zumindest versucht zu säubern. Also hier sind schon wieder Ratten und dann werden da hinten auch schon wieder Ratten sein, ha? Huh? Wir haben es verstanden. Okay, ihr seid böse. Ihr lockt die Mutti an. Habe ich da jetzt nicht irgendwie eine Abkürzung freigelegt? Ja, stimmt. Wir müssen durch... Okay. Okay. Sehe schon, du hast überhaupt gar keinen Bock. Da ist so eine Erkennungsmarke. Nehmen Sie! Ach, bitte komm jetzt nicht zu mir. Das Ding ist so riesig. Ich frage mich eh, wie passt das? Wie passt das überhaupt da rein? In so ein Loch? Was ist das überhaupt für ein Bewegungskünstler? Sag mir, dass er weg ist. Die Ratten sind weg. Jetzt können wir mal einen Blick hier reinwerfen. Stöckchen. Ein Lappen. Ein Stein! Au! Ach, come on! Als ob, Bruder. Geht bei Mama petzen, ihr Mistviecher. Waffenkammer. Exit. Heilung habe ich jetzt keine, ne? Die ganze Zeit hat der Mann Heilung, nur nicht jetzt. Ah, und ich habe Heilung. Okay, bei Heilung wird Gott sei Dank nicht gegeizt. Stimmt, da waren wir auch noch nicht drin. Eine leere Flasche. Okay, hier habe ich unendlich Juice oder was? Interessant.
Kann ich damit auch den Generator füllen? Da stand irgendwas mit Generator, ne? Da war Benzin drin. Okay. Gut, die ist ja auch verkorkt. Moment, leere Flasche. Hä? Aber die ist leer. Alright, was sagt die Zeit? Die ist gut. Warum kriege ich hier so viele Lappen und quasi unendlich Benzin? Soll ich mir Gedanken machen? Ich habe das Feuerzeug nicht dabei. Sieh mal den Stein. Bitte spring da jetzt nicht raus. War da hinten nicht noch eine Tür? Irgendwo war noch eine Tür, die zu war. Achtung. Puh. Hat nicht funktioniert. War das eine Gasgranate? Ah. Fuck a doodle. Was habe ich zum Verteidigen? Kein Feuerzeug. Alter, wie die Bandage irgendwo nirgendwo hängen bleibt. Als es sich Tremblay schnappte, sah ich sein Gesicht. Als es sich über ihn hermachte, blickte es mich direkt an. Ich glaube, dass es mich vielleicht erkannt hat. Was zum Teufel ist dieses Vieh? Warum gibt's hier dauernd Explosionen? First Aid Kit, eine Flasche. Ein Care Paket. Mein Gefühl sagt mir. Oh nein, der Stein ist zerbrochen. Der wird wahrscheinlich nicht dick genug sein, oder? Der Stein ist wirklich zerbrochen, das gibt's doch nicht. Jo. Wir brauchen einen neuen Stein. Oder was zum Sprengen. Wie eine Granate hier drüben. Entweder ich bin jetzt tot. Oder alles wird gut. Oh mein Gott, hier geht's raus. Hier geht's hoch. Tageslicht. Bin ich irre? Heilige Kacke! Yes! Stafford! Stafford! Monsieur Stafford! Was? Ihr wollt mich verarschen, oder? Irgendjemand schießt auf mich! Jetzt sag nicht, das sind die verdammten Deutschen! Hat ihm direkt ins Auge geschossen. Hey, 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 hey! Ganz ehrlich, ich lasse mich lieber schießen, als von dem Rattenvieh da unten gefressen zu werden. Okay. Ich bin kleiner Aasfresser und Raubtiere-Fan.
Ist das Vieh da unten weg? Nein. Leider nein. Okay. Hier ist auch nochmal jede Menge Kram. Was? Moment. Ach so. Stimmt. Das war die Tür. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt schnell zurück. Auch wegen der Zeit. Ah, da haben wir immer noch den Grusel-Horrorgang. Der auch ziemlich wild aussieht. Ja, ich gehe zurück erstmal. Bitte friss mich nicht! Oh, die Ratten sind nicht da. Schnell. Mich eigentlich schon wieder darauf eingestellt, jetzt ein bisschen Schaden zu fressen. Aber Gott sei Dank verschwinden die auch mal hier und da. Der Fackel ist also extrem gut. Oh, gespeichert. So, jetzt will ich noch testen, ob ich... Weil es ist ja kein Molly, was ich hier gemacht habe. Es ist einfach nur mal... Erstmal nur Sprit. Ja, es geht. Oh, das gibt sogar ganz kräftig. Also hat man quasi einen unendlichen Vorrat an Benzin. Zumindest einen großen. Ob er unendlich ist? Okay, vielleicht hat man doch keinen unendlichen. Weil aus irgendeinem Grund verschwinden die Flaschen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, meine Hand ist... Ich glaube, ich habe einen Popel, aber sonst ist sie gut. Gute Hand. Gute Hand, mein Freund. So, hier machen wir mal wieder einen kleinen Break und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ihr wisst, wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.